Einfahrt in den Bahnhof St. Pancras. Ein Baudenkmal der Superlative. Rundherum die Wohnviertel und Industrielandschaften des ärmlichen Westendviertels in London. Reisende warten auf die Abfahrt ihres Zuges. Es sind Angestellte und Arbeiter, die mit Nahverkehrszügen zu ihren Wohnungen und Häusern in die grünen Vororte fahren. Nur wenige werden die historische Bedeutung dieses Gebäudes kennen. Werfen wir also einen Blick zurück in das 19. Jahrhundert. Während man auf dem Kontinent noch kleine Bahnhöfe mit zwei Gleisen baute, war die industrielle Revolution in Großbritannien schon weiter fortgeschritten. Angesehene Architekten und Ingenieure entwarfen bereits monumentale Bahnhofsgebäude und Gleishallen. Kathedralen der Technik, die den Fortschrittsglauben des neuen Maschinenzeitalters symbolisierten. Der britische Architekt Gilbert Scott konnte mit diesem Bahnhof endlich seinen Traum verwirklichen, ein für die Öffentlichkeit bestimmtes Gebäude im Stil der viktorianisch-gotischen Kirchenbaukunst zu errichten. Bei der Eröffnung 1868 war es der größte Stahlbau der Welt. Eine atemberaubende Spannweite der Gleishalle von 73 Metern. 200 Meter Bahnsteig. Das hatte es in London vorher noch nicht gegeben. Der gewaltige Kopfbahnhof wurde von der privaten Eisenbahngesellschaft Midland Railway, einst am Stadtrand Londons, errichtet. Mächtige Grundstücksbesitzer wollten die Eisenbahnschneisen nicht bis ins Herz der Themse-Metropole eindringen lassen. Allein hier an der Euston Road endeten die Gleise von 6 verschiedenen Strecken. Direkt an der Seite von St. Pancras liegt ein zweiter, etwas älterer Bahnhof, King's Cross. Obwohl er kleiner und bescheidener aussieht als sein großer Nachbar, herrscht dort von morgens bis in die Nacht reger Betrieb. Zwischen den beiden Bahnhöfen soll eine neue unterirdische Eisenbahnstation für den Hochgeschwindigkeitszug Paris-London dazukommen. Alte Bahnhöfe haben ihre Liebhaber, besonders jedoch im traditionsbewussten England. Ein Historiker und Kenner britischer Bahnhöfe ist Gordon Biddle. Diese Fußgängerbrücke überquert den Bahnhof King's Cross zwischen den Zwillingsbögen seines schönen Tonnengewölbes. King's Cross ist meiner Meinung nach besonders bemerkenswert wegen seiner Schlichtheit in Entwurf und Ausführung, ganz anders als St. Pancras ihm gegenüber. Der schmucklose Baukörper mit den zwei mächtigen Rundbogeneingängen wurde früher als langweilig empfunden, aber Architekt Louis Cubitt bezeichnete King's Cross so, wie wir ihn auch heute sehen, funktionsgerecht in der Ausführung und im Aussehen. Heute wird er als erster Funktionalbau Großbritanniens angesehen. Functional buildings to be built in Great Britain.